Ich sehe, die Aufzeichnung läuft. Ich schalte euch alle einmal stumm und dann geht's los. Ja, herzlich willkommen in der mittlerweile dritten Woche des MOOC Camp 2020. Wir treffen uns heute hier zur zweiten Themenwoche. Die erste Woche war ja eine Auftaktwoche. Ihr seht meinen geteilten Bildschirm. Diese Woche wird gestaltet von Porsche, dem Porsche Learning Lab, und natürlich im Thema, was sehr gut zu unserem MOOC Camp passt, nämlich dem Lernen einen Raum geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ein paar organisatorische Sachen vorneweg. Ihr seht im Bildschirm die Corporate Learning Seite, die vielleicht jetzt gerade erst einsteigen in das MOOC Camp. Wir haben euch hier rechts am Rand in der Seite, da wo ihr MOOC Camp 2020 Quick Links seht, die wichtigsten Links zusammengepackt, sodass ihr immer schnell zur Übersichtsseite des MOOC Camps kommt, zur aktuellen Themenwoche, in dem Fall jetzt mit Porsche, damit die sich vielleicht noch nicht angemeldet haben, die Videokonferenzlinks nicht haben, reinkommen, eine kleine Infrastrukturbeschreibung und auch einen Link zur Telegram-Gruppe. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier in Teams die Erfahrung gemacht, dass öfter mal, wenn wir mehr als 100 Leute sind, nicht mehr alle in den Chat hineinkommen. Deswegen nutzen wir parallel eine Telegram-Gruppe, die es schon länger gibt, eben als Überlauf und auch als Chatort. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass der Chat dort auch gleich archiviert wird, also dauerhaft bestehen bleibt und ihr die Diskussion nach der Videokonferenz dort auch einfach fortführen könnt und fortschreiben könnt, die geteilten Links erhalten bleiben. Genau, so viel zu Telegram. Nutzt das Hashtag für Twitter. Wer in Twitter drüber schreiben will, auch Screenshots teilen will jetzt aus der Session, nutzt den Hashtag MooCamp20. #MooCamp20. Da auch nochmal der Hinweis. Ihr seht, Karl-Heinz hat die Aufzeichnung gestartet. Also wir zeichnen die Session auf. Die Aufzeichnung landet hinterher in unserem YouTube-Kanal, aber auch die Audioversion im Podcast. Also wer unterwegs beim Joggen, spazieren gehen, sich die Session anhören will, der kann das gerne auch im Podcast tun. Kann man beides auf der kolan.de-Seite abonnieren. Ja, so viel der Vorrede. Da will ich kurz überleiten zu unserem Thema der Woche. Ich durfte als Unternehmenspate in der Woche Porsche begleiten, die Inhalte mitzuarbeiten, weiß also schon so ein bisschen, was uns erwartet und kann sagen, das wird sehr spannend. Es wird eine Challenge geben, ihr werdet viel Gelegenheit haben mitzumachen. Es gibt spannende Videos, es gibt interessante Blogs für die Woche und deswegen will ich euch da auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Würde meinen Bildschirm jetzt entteilen und an den Matthias rübergeben zur Einleitung der Porsche-Woche. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Simon, für die einleitenden Worte und auch für die tolle Unterstützung in der Vorbereitung. Ich habe es in meinem kleinen Lernziel-Blogbeitrag schon geschrieben. Ich war ganz begeisterter Teilnehmer des Muckethons, ich glaube, es war 2017, zur Corporate Learning Strategie 2025. Und jetzt freuen wir uns, aktiv selbst dabei zu sein. Die Lea ist so lieb und klickt die Folien für unsere Präsentation durch. Wir haben ein paar Sachen dabei. Im Vordergrund steht natürlich für alle Teilnehmer in der ersten Woche zu verstehen, was euch erwartet und alle Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, wir von Porsche, das haben wir euch nochmal kurz auf einer Folie mitgebracht. Das ist ein großes Team. Lea, vielleicht magst du die zweite Folie einmal kurz zeigen. Danke. Haben wir auf unserer Blogseite nochmal im Detail. Wir haben uns zusammengetan mit einer Menge an Menschen hier in der Organisation, die das Thema Lernen unter anderem mitgestalten. Das sind unter anderem wir von der Personalentwicklung, die heute auch im Detail die Woche vorstellen. Also vor allen Dingen die Nadine Poser, die jetzt im Lead die Woche mit organisiert hat, die Katrin Auffenanger, die Sarah Lea Köstler, aktuell Trainee bei uns, und die Miriam Ruhkamp, unsere Praktikantin. Aber auch Fachbereiche spielen bei uns eine sehr große Rolle im Lernen und haben Beiträge mitgestaltet. Und insofern werdet ihr von all diesen Teammitgliedern in den nächsten Tagen etwas lesen und erfahren und könnt ihr mit denen in Austausch treten. Jetzt für den Start in die Woche haben wir uns folgende Punkte vorgenommen. Ich denke mal, ich werde es kurz halten mit ein paar einleitenden Worten zu uns bei Porsche. Die letzte Woche bei ZF fand ich schon sehr spannend und ich glaube, es ist einfach wichtig für alle Beteiligten zu sehen, wo steht das aktuelle Unternehmen gerade, was sind die Zielgruppen, was sind so die Themen, die das Unternehmen bewegt, aber vor allen Dingen natürlich auch, wo stehen wir dort im Bereich Lernen. Und dann übergebe ich an die Katrin Auffenanger, die gerade so herleitet, wieso wir uns auch hier einbringen, was uns das Thema Lernkultur gerade bedeutet, wo wir dort stehen. Und dann die Nadine mit dem Hauptteil zum Thema Learning Lab.
was wir auch zum Thema Lernen Raum geben mitgebracht haben und im Detail, wie diese Woche ablaufen wird. Zwischendurch könnt ihr immer wieder Fragen stellen, bitte im Chat hier in Teams oder in der Telegram-Gruppe eure Fragen direkt aufschreiben erstmal. Zum Ende jedes Kapitels würden wir kurz darauf eingehen und hoffen, ja, sie bestmöglich beantworten zu können. Sonst nehmen wir manche Sachen mit und beantworten sie dann im Laufe der Woche. Gut, also zu Porsche. Ich glaube, der Vorteil an unserer Marke und unserem Unternehmen ist, dass jeder ein Bild davon im Kopf hat, was denn wir so für Produkte haben und was uns als Unternehmen auszeichnet. Aber einleitend ist, glaube ich, schon nochmal wichtig zu verstehen, wo wir auch heute stehen. Dieses Bild wird intern immer auch gerne benutzt, um ja, die Vielfalt und den Wandel auch zu signalisieren. Das heißt, wir haben einerseits eine sehr erfolgreiche Geschichte als erfolgreichster Hersteller exklusiver Sportwagen. Und das zeichnet uns auch heute noch aus. Und andererseits bewegen wir uns natürlich, wie die ganze Automobilbranche, stark in neuen Feldern. Das kann einmal ein neues Produkt sein, wie der Taycan, den man hier sieht, mit ganz neuer Antriebstechnologie, die wir so bei Porsche auch erstmalig als voll elektrisches Fahrzeug im Taycan jetzt in den Markt einführen. Zum anderen geht es aber auch in unserer Zielsetzung viel mehr natürlich um das Mobilitätskonzept an sich. Auch als Sportwagenhersteller machen wir uns mehr Gedanken über Mobilität, über digitale Geschäftsmodelle. Und das ist natürlich bei jedem Mitarbeiter im Alltag eine große Herausforderung, mit dieser Beidhändigkeit und mit dieser Vielfalt im Alltag umzugehen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Im Ersten ist das erstmal für uns als Unternehmen eine große Chance. Wenn man mal auf der nächsten Folie schaut, wie sich unsere Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren entwickelt hat, bin ich damals in die Porsche AG gekommen. Da waren wir gerade so 19.000 Mitarbeiter. Und da habe ich schon immer gesagt, Mensch, das ist ein schöner kleiner Laden. Und wenn man sieht, was sich in den letzten Jahren hier getan hat, dann ist das doch auch massiv. Trotzdem muss man sagen, sind wir kein Unternehmen von 400.000 weltweit. Und wir sind nach wie vor, würde ich sagen, eine kleine, feine Familie. Aber der Wachstum alleine zeigt auch, was sich natürlich in Bezug auf Qualifizierung, Unternehmenskultur und Gesamtheit in der Belegschaft in den letzten Jahren getan hat. Die 34.500 Mitarbeiter muss man aber trotzdem nochmal einschränken. Das unterscheidet uns vielleicht auch zu dem einen oder anderen Gestalter dieser Wochen. Und vor allen Dingen die, die wir betreuen als HR, sind alle deutschsprachig. Das heißt, wir sind hier im deutschsprachigen Raum an verschiedenen Standorten nach wie vor mit relativ großer Nähe zu unseren Zielgruppen. Das ist Segen und vielleicht Fluch für manche Themen zugleich. Das heißt, das Thema digitales Lernen kam vielleicht zu uns etwas später als zu anderen Unternehmen, weil man doch auch gerade mit kleineren Belegschaftsgrößen und eng aneinanderliegenden Standorten immer noch mit dem traditionellen Lernen voneinander, Kollegen und formellen Präsenzqualifizierungsformaten sehr lange sehr gut gefahren ist. Aber auch heute mit der größeren Belegschaftszahl und etwas weiteren Standorten haben wir gefühlt, zumindest auch kulturell, noch eine gewisse Nähe. Natürlich sind wir auf vielen, vielen Märkten vertreten. Wir mit den Themen, die wir heute vorstellen, beschäftigen uns aber primär gerade mit den Kollegen im deutschsprachigen Raum. Und kulturell ist auch der Unterschied von Weissach nach Zuffenhausen schon groß und nach Leipzig auch. Also dort haben wir auch eine gewisse Vielfalt. Was uns aber auf alle Fälle bei Porsche auszeichnet, ist neben der klaren Marke und ihrer Positionierung auch intern ein relativ klares Bild der gemeinsamen Unternehmenskultur. Das habe ich euch deswegen nochmal kurz mitgebracht, weil wir, glaube ich, im Laufe der Woche immer wieder auch auf Cultural Fit zu sprechen kommen. Also was sind Maßnahmen, die gut zur Kultur passen, die gut zu den Menschen passen und was sind Formate, was sind Ansprachen, mit denen wir arbeiten können. Was wir bisher schon haben, ist, wie gesagt, diese Art von Kern in der gemeinsamen Unternehmenskultur. Uns zeichnen diese Eigenschaften, diese Denkweisen aus. Jeder Mitarbeiter geht mit Herzblut ins Büro und geht mit Herzblut zur Sache. Wir haben schon immer einen gewissen Pioniergeist und auch Offenheit für neue Ideen, fürs Querdenken, für mutige neue Wege. Und wir haben natürlich ganz gemäß unseren Autos eine gewisse Sportlichkeit, die wir auch im Miteinander an den Tag legen, uns gegenseitig da, glaube ich, immer wieder auch ein bisschen herausfordern, aber füreinander einstehen, eine Familie sind. Das ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen
mag das vorkommen wie ein Werbeplakat, aber es ist tatsächlich auch etwas, was im gemeinsamen Miteinander erarbeitet wurde, was die Mitarbeiter gesagt haben, das ist auch ein Stück weit bewahrenswertes, da ist auch etwas dabei, was neu sein soll. Aber so für die, die Porsche vielleicht nur als Marke oder als Produkt kennen, auch nochmal so ein bisschen der Einblick in das, was uns vielleicht als Mitarbeiter ein Stück weit auszeichnet, wie man die Kultur hier beschreiben kann. Finde ich eigentlich ganz knackig und kurz. Und jetzt kommt es natürlich zum Kernthema, zum Thema Lernen. Und ja, ich bin selbst, wie gesagt, vor gut 5 Jahren in das Unternehmen gekommen und damals im Vertrieb eingestiegen, in der Vertriebsnetzqualifizierung. Dort haben wir weltweit den Handel schon seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, mit digitalen Lernmodulen digital qualifiziert, alleine aufgrund der großen geografischen Verteilung. Und intern hatte ich schon angedeutet, war es natürlich aufgrund gewisser Rahmenbedingungen immer noch etwas traditioneller geprägt. Und das lag auch an der klaren Rollenteilung, also ganz links ein zentrales, überfachliches Weiterbildungsangebot. Das war die Rolle von HR und war hier für die Profis unter euch. SAP VM kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere sehr stark auf Veranstaltungsmanagement ausgelegt. Was dann für eine Reise begann, ist ganz spannend. Wir haben 2017 erstmalig ein Learning Management System eingeführt, was nochmal eine viel größere Formatvielfalt ermöglicht hat, was aber auch ganz neue Interaktionen mit den Fachbereichen ermöglicht hat. Das heißt, wir betreiben dieses LMS zentral und schulen unsere Fachbereiche, ihre eigenen Veranstaltungen, ihre eigenen Qualifizierungsangebote dort einzustellen. Somit startete quasi auch relativ schnell nach dem Start des zentralen Learning Management Systems das, was wir Learn at Porsche Community nennen. Ich habe das auf der LearnTech schon mal vorgestellt, wer es vielleicht gesehen hat. Das zeichnet unserer Meinung nach hier so das Zusammensein aus. Wir haben dort einen großen Anteil an Menschen, die geschult sind in der Bedienung des LMS, die sich mit Qualifizierungen in ihren Fachbereichen beschäftigen und wir haben quartalsweise Austauschmeetings, gucken, wie macht ihr es in der Produktion, im Vertrieb, in der Entwicklung und lernen da auch voneinander. Wir als HR haben und dann auch unsere Rolle weiterinterpretiert, das heißt, wir haben hier einen Bereich aufgebaut aus unserem Team, das heißt Lerndesign, das heißt, wir beraten dann auch die Fachbereiche, was sind denn eigentlich geeignete Lernformate für meine Lernziele und mein Qualifizierungsformat und gehen dort gemeinsam entweder im Medienlabor in die Selbsterstellung von digitalen Lernmedien oder mit Agenturen und Partnern zusammen in professionelle Begleitung. Vor allen Dingen aber treiben wir auch unsere eigenen Angebote im Blend stärker. Das heißt, Seminare, wir nennen sie zwar immer noch Seminare aktuell, aber auch das ist eine Diskussion, haben einen ganz großen Blendanteil mittlerweile und da arbeiten wir sehr viel dran. Ja, und jetzt heute sind wir auch hier, weil wir uns seit geraumer Zeit jetzt sehr stark mit dem Thema beschäftigen, was eigentlich über das ganze Jahr von der Corporate Learning Community als Motto ausgewiesen wurde. Also letztes Jahr war es ja, Lernen braucht Netzwerke, das passt jetzt ganz gut, aber auch vor allen Dingen viel mehr passt, Lernen braucht Raum und wie gestalten wir Lernräume? Und ja, dazu haben wir diese Woche uns vorgenommen, einfach mal direkt ins Netzwerk einzusteigen und auch Ideen hier mit einzuholen und uns zu überlegen, was könnte ein physischer Raum sein, das Learning Lab, und was braucht doch Lernen vielleicht sonst noch für Raum und was hat das mit Lernkultur zu tun? So, was das Lernen insgesamt bei Porsche in Zahlen bedeutet, hier nochmal kurz als Summary. Wir haben über 31.000 aktive Nutzer auf der Plattform. Das ist natürlich immer so unser Gradmesser, wie viele Kunden wir haben. Wir haben noch einen sehr großen Anteil klassische Präsenzangebote, aber gestalten die digitalen Lernangebote Schritt für Schritt immer mehr. Das reicht vom Selbsteinkauf, also vom Einkauf von Standard-Content über das Erstellen selbst im Medienlabor bis hin zu Agenturprojekte, sodass wir da mittlerweile eine relativ große Vielfalt an Angeboten haben. Aber um Angebote ist aktuell, glaube ich, gar nicht mehr so unser Problem, würde ich mal behaupten. Aber dazu sagt die Katrin gleich noch mehr. Gibt es hier erstmal Fragen? Simon, hast du was in Telegram oder im Chat? Es gab Lob für die schönen Folien. Eine Frage: Wer ist der Anbieter eures LMS aktuell? Fragt der Thorsten. Ja, wir sind aktuell auf der Net Dimensions Talent Suite. Reaktion Meisterteilnehmer. Was? Also Okay. wir sind da bei einem relativ kleinen Anbieter aktuell unterwegs. Und
beobachten aber auch ständig den Markt und gucken natürlich auch, wir sind ja auch im VW-Konzern, wie sich dort Anbieter und Technologien weiterentwickeln. Genau, dann fragt die Hanna, wie sieht es aus mit gewerblichen Mitarbeitern? Haben die Zugriffe auf die Online-Angebote? Sehr gute Frage. Ja, wir haben natürlich wie jedes Unternehmen, das hat auch ZF letzte Woche schon thematisiert, auch ganz andere Zielgruppen. Rein technisch gesehen haben wir mit mobilen Tablets in der Fertigung, indem man sich mit seiner Mitarbeiterkarte direkt einloggen kann, hat man die Möglichkeit, auf Content zuzugreifen. Man muss natürlich auch den Rahmen haben. Aber ich glaube, da werden wir die Woche noch viel zu besprechen und diskutieren. Da haben wir auch einen Blog-Eintrag zu. Und es kam noch die Frage eher organisatorischer Art, ob die Folien, die du jetzt gerade zeigst, ob man die auch auf der Seite noch zur Verfügung stellen kann hinterher. Naja, wir haben ja eine Aufzeichnung dieser Session, können aber nochmal gucken, ob wir das so als Zusammenfassung dann nachher nochmal als PDF bereitstellen. Das klären wir noch. Dann kam von Martina noch die Frage, wie die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist, vor allem fürs mobile digitale Lernen, ob es da irgendwelche Erkenntnisse gibt. Ja, wir haben zwei Ausschüsse im Betriebsrat, einmal den Weiterbildungsausschuss und einmal den Qualifizierungsausschuss, aber beide übernehmen, sage ich mal, dieselben Rollen für unterschiedliche Standorte. Und dort begleiten wir Fachbereiche oder gehen selbst auch in die Vorstellung von Vorhaben und besprechen mit ihnen entsprechend, welches Format geeignet ist, wie die Rahmenbedingungen sind. Manchmal geht es auch um Verpflichtungen und da sind wir eigentlich im ganz guten Austausch. Der Michael hat noch eine Frage, ob ihr auch die Fachbereiche qualifiziert, eigene digitale Lerninhalte zu erstellen. Ja, wir haben ein Seminar, das nennt sich ein Seminar, aber es ist auch ein Blend, das nennt sich Digitalwerkstatt. Und da zeigen wir auch so, was sind Grundüberlegungen, welche Entscheidungen muss ich treffen, wie gestalte ich dann Lernformat gut. Das ist aber ehrlich gesagt Werkstattcharakter. Also es ist jetzt nicht so richtig, dass wir das alles schon wissen und dann einfach nur präsentieren, sondern da geht man auch viel ins Ausprobieren mit Medien, was sind so Grenzen und Möglichkeiten von gewissen Tools. Und Sehr gut. dort, ja. Genau. Ja, dann haben wir soweit erstmal alle Fragen beantwortet, die da waren. Super, vielen Dank und Katrin, it's yours. Ja, vielen Dank, Matthias. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Katrin. Ich bin jetzt im Katrin Aufnanger. Ich bin jetzt im fünften Jahr in der Porsche AG in der Personalentwicklung unterwegs und beschäftige mich ganz intensiv mit dem Thema Lernkultur. Matthias hat es eben schon ein bisschen erzählt. Wir haben eine ganz interessante Entwicklung, was das Thema Lernen, Lernkultur angeht, in den letzten Jahren gemacht. Wir kommen vom starken Präsenzgeschäft. Ich erinnere mich noch, als ich vor 5 Jahren eingestiegen bin, da waren wir wirklich sehr, sehr, sehr präsenzlastig unterwegs. Und die Zahlen von Matthias haben es eben gezeigt, wie sich das Lernangebot und die Lernmöglichkeiten in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns auch immer stärker mit Lernkultur beschäftigen wollen und müssen. Ich habe mal hier eine Folie mitgebracht, die eigentlich ganz schön zeigt, wie wir Lernkultur bei uns im Bereich und auch in der Community betrachten. Für uns ist Lernkultur quasi wie ein Eisberg und alles das, was ihr jetzt eben gesehen habt, die Zahlen, die Angebote, ist so die Oberfläche. Das heißt, wir haben gerade in den letzten Jahren viele zukunftsweisende Seminarangebote und Qualifizierungsprogramme auf die Bahn gebracht, viele neue digitale und Blend-Lernformate, aber auch ganz bewusst da, wo es Sinn macht, weiterhin an Präsenz festgehalten. Wir haben mit unserer Porsche Lernplattform unser Lernökosystem ganz, ganz stark ausgebaut. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon auf der Startseite gesehen. Wir haben mit der Initiative Lernen mit Drive auch noch mal so ein bisschen dargestellt, wie wir Lernen verstehen. Lernen ist dynamisch, ist richtungsweisend, das heißt, gibt Orientierung, ist aber auf jeden Fall immer individuell, vielfältig und im Sinne der Qualitätssicherung haben wir es auch exzellent genannt. Und das sind für uns die Sachen, die sichtbar sind und wo wir uns in der letzten Zeit ganz intensiv beschäftigt haben. Und warum wir jetzt euch auch brauchen und warum wir jetzt auch ja, an diesem MOOC da teilnehmen, ist das ganze Thema, was ist eigentlich unter der Oberfläche noch? Und was macht Lernkultur noch aus? Und wie kann Lernkultur auch oder Lernen noch erfolgreicher werden? Deswegen wollen wir unseren Lernweg, unsere Lernkultur da weiterentwickeln.
und auch zukunftsweisend aufstellen. Die Elke Lücke, unsere Bereichsleiterin, sagt immer, Lernen ist bei Porsche mit in der DNA verankert und das ist auch so. Wir wollen jetzt gucken, wie kriegen wir das ganze Thema noch zukunftsweisender hin im Sinne von digitaler Transformation oder auch, wir nennen es auch gerne Lernen in der VUCA-Welt. Und ich glaube, mehr VUCA als jetzt in der aktuellen Corona-Situation gibt es eigentlich gar nicht. Und wir gucken jetzt, wenn ihr auf der Folie schaut, was so unter der Oberfläche ist. Das heißt, was braucht es eigentlich für Rahmenbedingungen zum Lernen? Was sind bei uns im Unternehmen Lernroutinen? Und wo brauchen wir, passend jetzt zum Thema Lernräume? Welche Rolle spielen eigentlich persönliche Lernpräferenzen bei den Mitarbeitern, damit Lernen erfolgreich werden kann? Wissen eigentlich alle unsere Kollegen immer von den vielfältigen Lernangeboten? Welche Rolle haben frühere Lernerfahrungen vielleicht und das Mindset am Lernerfolg? Und das ist das, wo wir gerade wirklich aktiv am Arbeiten sind, wo wir gerne im Laufe der Woche auch mit euch in den Austausch gehen wollen. Also gerade so das Thema Mindset beschäftigt uns gerade ganz, ganz intensiv. Wir sagen aber auch, dass Lernkultur ist das, was gelebt wird. Das heißt, wir als Personalentwicklung können Rahmenbedingungen setzen, Interaktion auch mitgestalten, aber letztendlich muss es gelebt werden. Und wir versuchen gerade ganz stark, da Stellschrauben auch mit zu entwickeln. Und Lea, wenn du mal auf die nächste Seite gehst, haben wir jetzt nochmal geschaut, was sind eigentlich so die Herausforderungen bei uns in der Organisation, aber auch ganz bewusst auch nochmal in anderen Organisationen, womit wir uns beschäftigen. Das heißt, wo gibt es vielleicht auch Probleme unter der Oberfläche. Und der Matthias hat es eben angesprochen, wir sind da stark im Austausch mit unserer Lernet Porsche Community, wo wir mal ganz, ganz nahe auch in der Praxis dran sind. Wir sind im Austausch mit Programmteilnehmern, die uns immer wieder Rückmeldung geben, wo es hakt. Und wir haben das mal versucht, auf dieser Folie so in drei Dimensionen zu fassen. Einmal auf der individuellen Ebene, also auf der Mitarbeiterebene, auf der Team- und Führungskräfteebene und auf der strukturellen Ebene, also auf der Unternehmensebene. Und kurz zusammengefasst haben wir halt herausgestellt, dass häufig die persönlichen Lernziele und Wege oft unklar sind. Es eine mangelnde Veränderungsbereitschaft teilweise gibt, neue Lernwege zu gehen. Das Durchhaltevermögen ist teilweise gering, wenn es zum Beispiel jetzt um diese neuen Lernwege geht. Einige Mitarbeiter haben zurückgemeldet, dass sie sich von ihrer Führungskraft und von Kollegen nicht immer ausreichend unterstützt fühlen. Auf der Unternehmensseite fällt es häufig schwer, dass die Integration von Lernen in den Arbeitsalltag oft herausfordernd ist. Dann haben wir das Thema, vielleicht kennt ihr das auch, Budget versus Eigenverantwortung für Weiterbildung. Auf der einen Seite soll man das Lernen selbst in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite gibt es begrenztes Budget nur. Und teilweise ist es so, dass der Fokus auf traditionelle Lern- und Development-Ansätze, also Personalentwicklungsansätze, noch fokussiert ist. Und insbesondere soziale Lernen da, das war ja bei ZF, fand ich auch nochmal eine ganz spannende Diskussion, noch zu wenig gelebt wird. Das ist einfach mal so eine Zusammenstellung. Wir haben es bewusst Auswahl genannt, mit der wir gerne auch in der Woche mit euch in die Diskussion gehen wollen. Wir haben das einfach genommen, um nochmal zu schauen, wie können wir das ganze Thema jetzt für uns angehen. Und was wir gemacht haben ist, Lea, wenn du nochmal weiterklickst, wir haben versucht, mal zu schauen, auf Grundlage dieser Herausforderung, wie sieht eigentlich für uns ein Zielbild aus? Also was könnten Leitsätze sein, orientiert an unseren Porsche-Code, den ihr in der Mitte ganz schön seht, den Matthias ja eben auch nochmal vorgestellt hat. Was könnten Leitsätze sein, wie wir Lernkultur leben könnten? Und das ist jetzt ein Arbeitsstand. Wir sind dabei, immer wieder, je nachdem, mit wem wir so ins Gespräch kommen, zu schauen, passt das für euch so? Und da kommen auch ganz gute, hilfreiche Impulse immer nochmal von der Learning-Community. Und ihr seht das da jetzt auf der Mitarbeiterebene, also auf der persönlichen Ebene, haben wir jetzt gerade festgesetzt, ich nehme mein Lernen verstärkt selbst in die Hand. Ich gebe Wissen und Können weiter. Auf Teamebene haben wir Leitsätze formuliert wie, wir lernen mit und voneinander. Wir entwickeln uns zielgerichtet weiter und unterstützen uns aktiv im Alltag, sowohl als mit Führungskräften als auch im Team unter Kollegen zusammen. Auf der strukturellen Ebene, wir leiten aus unserer Strategie die Prioritäten für das Lernen ab. Wir gewähren Freiraum und geben zugleich Orientierung.
und wir gestalten eine lernförderliche Arbeitsumgebung. Das so zu unseren Leitsätzen. Die hören sich bestimmt schön an erstmal, aber letztendlich ist da jetzt noch nicht richtig Fleisch dran. Und das versuchen wir jetzt gerade, indem wir neuen Hebel definiert haben. Also für jede Dimension drei. Und die reichen von Mindset über Learnability, gezielte PE-Instrumente, Rahmenbedingungen fürs Lernen setzen, Lernunterstützung oder auch Lern-Role Models. Und das ist ein kleiner Einblick auf Mittwoch, weil wir würden ganz gerne am Mittwoch mit euch diskutieren. Was kann man vielleicht für Angebote anbieten, um genau diese Hebel, ja, ins, oder wir nennen sie auch Schlüssel, ans Funktionieren zu bekommen. Und insbesondere haben wir jetzt im ersten Schritt zwei rausgesucht. Das ist Growth Mindset und Learnability, also die Lernkompetenz, weil wir sagen, im Zusammenspiel von den beiden könnte das eigentlich eine ganz interessante Kombination sein, wo sich andere Herausforderungen vielleicht mit auflösen würden. Und genau das erstmal als ersten Einblick. Am Mittwoch wird es weitergehen und ich übergebe jetzt an die Nadine, wie wir das Ganze generell in der Personalentwicklung weiterleben. Ja, vielen Dank, Katrin. Gibt es denn noch Fragen? Ja, es gab einen ganzen Haufen Fragen. Ich glaube, die können wir gar nicht alle durchgehen. Ich fange mal mit Telegram an. Da hat die Saskia gefragt, wer genau hat die Leitsätze entwickelt? Waren die Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführung daran beteiligt? Ja, also wir haben das so gemacht, wir machen das in unserer Community. Momentan haben wir es wirklich eher aus der Community gemacht und da haben wir jetzt nicht darauf geachtet, wer das wirklich jetzt genau war, sondern haben jetzt erstmal gesammelt. Wir sind jetzt gerade dabei, das weiter zu verproben. Also uns ist es einfach wichtig, dass das jetzt keine Leitsätze sind, die irgendwo fest gemeißelt sind, sondern wir nehmen eigentlich immer ganz gern unseren Porsche-Code. Wenn du nochmal einen zurückgehst, Lea. Der sich ja zusammensetzt aus Herzblut, Pioniergeist, Sportlichkeit und wir sind eine Familie. Und wenn man diesen Code als Grundlage einfach nimmt, ist es ganz schön, immer zu sehen, was da einfach auch sprudelt. Und deswegen sind diese Leitsätze für uns eigentlich sehr, sehr flexibel immer. Und je nachdem, was für einen Kontext wir gehen, lassen wir das gemeinsam mitentwickeln. Also Ausgangssituation ist immer wirklich der Code. Und der wurde mit allen natürlich entwickelt. Der ist fest etabliert bei uns. Dann hatte der Helmut, habe ich noch gesehen, geschrieben, passt vielleicht zum Mindset. Bei Rahmenbedingungen zählt dazu auch so etwas wie die Fehlerkultur. Welche Erfahrungen gibt es hierzu? Umgang, Lernen aus Fehlern. Genau, also definitiv. Schöne Frage auch für Mittwoch. Also gerade die Fehlerkultur ist aus unserer Sicht eine ganz, ganz wichtige, ganz richtige Facette, gerade beim Growth Mindset einfach auch und ist sogar auch bei uns mit in der Unternehmenskultur einfach auch mit drin. Ja. Dann würde ich eine Frage noch reinnehmen von der Anne. Sie schreibt, wie stellt ihr das Anwenden sicher, wenn alles digital ist? Also zielt wahrscheinlich ab in Richtung Kontrolle. Wie kann ich kontrollieren, ob überhaupt gelernt wird? Genau, also wichtig ist für uns, es ist bei uns nicht alles digital. Also wir setzen sowohl auf Präsenz, auf Blend und digital. Genau, das ist mir erstmal, also falls das nicht richtig rübergekommen sein soll, wir leben alle drei Facetten. Da passt vielleicht von Susa noch die Frage dazu, wo macht es aus eurer Sicht Sinn, an Präsenzseminaren festzuhalten? Also wie so die Balance des geblendeten digitalen und Präsenzlernens? Also gerade, der Matthias hat es ja vorgestellt, wir jetzt in der Personalentwicklung sind insbesondere für die überfachlichen Schulungen zuständig und da setzen wir immer mehr auf Blend-Maßnahmen und gerade wo es um Ausprobieren geht, um Trainieren, das ist ganz klar aus unserer Sicht Präsenz. Wir schieben viele Sachen einfach vorab ins Digitale, um sich Wissen einfach anzueignen. Also wir glauben, dass Wissen-Aneignung gut digital funktionieren kann. Aber wenn es in die Interaktion geht und es ausprobieren, macht definitiv auch weiterhin Präsenz Sinn. Sehr gut. Es sind noch viele weitere Fragen, aber die können wir, glaube ich, nicht alle beantworten. Vielleicht können wir im Nachgang noch durchgehen. Denke ich, ganz bestimmt, ja. Nadine, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Katrin. Also mein Name ist Nadine Poser. Hallo erstmal an die Community. Ich bin bei Porsche ebenfalls in der Personalentwicklung im Team Lerndesign und kümmere mich dort um das Thema Lerninnovation und auch da maßgeblich um das Projekt des Learning Labs.
Wie auch Katrin schon gesagt hat, ist ja Lernkultur ein wesentliches Element der Porsche Unternehmenskultur. Und genau aus dem Grund gab es dann auch Überlegungen, wirklich einen physischen Raum zu designen, zu schaffen, der auch Lernen erlebbar bzw. erfahrbar macht. Wir haben deshalb auch das Motto der Woche Lernen Raum geben so gewählt, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, gerade in dieser digitalen Zeit, dass Menschen einen physischen Ort haben, wo sie sich auch mit anderen Lernenden treffen. Und wir haben es hier mal in diesen vier Prinzipien zusammengefasst. Wir verstehen uns natürlich als Treiber und Enabler einer Lernkultur, wir als Personalentwicklung, aber gleichzeitig möchten wir diese Prinzipien auch im Learning Lab umgesetzt wiederfinden, also wirklich in der Tat umgesetzt. Das heißt, wir gestalten Rahmenbedingungen, wir sind Sparringpartner sozusagen mit der Porsche AG, um zu definieren, beispielsweise ist Arbeitszeit Lernzeit und diese Dinge. Wir setzen Impulse, wir gehen mit internen und externen Partnern in die Kommunikation, wir vernetzen Akteure, das heißt, wir vom Zu-Zweit-Lernen bis hin zum Großgruppen-Workshop, fachübergreifend, bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist alles dabei und wir möchten auch ein Stück weit Orientierung und Beratung geben und darauf würde ich jetzt ganz gerne nochmal im Konzept des Learning Lab mit euch eingehen. Ich möchte jetzt von dieser Unternehmensperspektive, die wir mit dem Thema Lernkultur angeschaut haben, etwas mehr im Sinne dieses physischen Raumes geben, wo wir dort gerade Überlegungen anstehen. Ich bin jetzt erst seit November letzten Jahres dabei und die Überlegungen zu diesem Porsche Learning Lab gibt es seit letztem Jahr. Das heißt, es hat ganz gut gepasst. Matthias hat mich mit dem Projekt auch zu Porsche gelockt und wenn man für das Thema Lernen brennt, dann ist das eine gute Idee, das auch dann anzunehmen und in die Tat umzusetzen. Deshalb, ich freue mich sehr, dass ich an diesem Projekt mitwirken kann. Wir haben das Learning Lab in dem Sinne erstmal definiert für uns als einen Ort, an dem Lernen aktiv individuell oder auch im Team stattfinden kann, an dem wir Impulse für Lerninitiativen geben werden. Und es soll natürlich auch ein Experimentierraum sein, neue Technologien auch jetzt gerade in einem virtuellen Kontext ausprobieren zu können und aber auch, wie Matthias das auch schon erwähnt hat, wir möchten weiterhin natürlich die Möglichkeit geben für Fachbereiche, für andere Personalentwickler bzw. Seminaranbieter auch eigene Lernprojekte umzusetzen. Und was haben wir dort ganz konkret im Auge? Das Learning Lab soll in vier Bereiche aufgeteilt werden. Das heißt, es wird eine Art Co-Learning Zone geben, in dem Mitarbeiter gemeinsam lernen können. Es wird eine Selbstlernzone geben, haben wir uns so vorgestellt, in dem auch die Mitarbeiter vielleicht mal einen WBT selbstständig durchführen können, beziehungsweise auch in kleinen Gruppen, einzeln oder zu zweit, selbst lernen. Es wird natürlich unser Produktionsstudio geben, das heißt, was im Moment jetzt durch das Medienlabor abgewickelt wird, in dem Sinne, dass wir E-Learnings aufbereiten, durchführen, erstellen bzw. die Vernetzung mit den externen Partnern auch herstellen für die Fachbereiche. Das wird weiterhin auch geschehen. Wir haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, seit neuestem professionelle Podcasts aufzunehmen, die wir jetzt auch schon in mehreren Bereichen intern pilotiert haben. Dort wird es also auch die Möglichkeit geben, ein Podcasting-Studio einzubetten. Und natürlich möchten wir auch die Möglichkeit geben, ich habe es schon kurz erwähnt, neue Technik auszuprobieren. Lea, du kannst ruhig schon mal auf die nächste Folie gehen. Dort sieht man auch nochmal, welche Gesamtgedanken wir uns dazu gemacht haben schon. Und in so einer Art Showroom, ob das jetzt 3D-Brillen sind, ob das Virtual oder Augmented Reality ist, wir möchten dort sowohl internen als auch externen Partnern die Möglichkeit geben, ab und zu mal was auszustellen in einer wechselnden Ausstellungsreihe und haben uns vorgestellt, dass dieses gesamte Konzept des Learning Labs in einer Art Veranstaltungskalender auch mündet. Wir möchten sehr stark diesen Raum nutzen, um Lernen
erlebbar zu machen. Und in dem Sinne braucht es unseren jetzigen Überlegungen zugrunde auch die Möglichkeit, dass wir diesen Raum aktiv bespielen. Das heißt, wir würden dort in einer Art Veranstaltungskalender dann auch auf verschiedene Veranstaltungen hinweisen. Das können Redback, Brownback Sessions sein, das können verschiedene Workshops sein, das können Beratungstage sein, das kann mal ein Digital Day sein oder ein Learning Day. Und wir möchten eben relativ viel dort in dem Sinne von einem Betriebsmodell sehr stark selbst initiieren auch. Das geht natürlich aber auch nur, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hat. Katrin hat das auch schon gut angesprochen. Natürlich müssen wir sicherstellen, und das ist auch unsere Funktion als Learning Lab, dass Porsche auch die möglichen Rahmenbedingungen, die das möglich macht, zur Verfügung stellt, beziehungsweise wir auch eine physische, aber auch eine virtuelle Infrastruktur bereitstellen können, die eben solche Lernerfahrungen dann auch bietet. Es werden sicherlich auch Umsetzungen aus der Unternehmensstrategie abgeleitet, die wir dort in dem Learning Lab dann auch abbilden können, beziehungsweise möchten wir natürlich auch, oder wir gehen in den Diskurs mit dem Vorstand beziehungsweise mit der Geschäftsleitung, wie wir das ganze Thema Ownership des Lernenden in Zukunft auch behandeln, inwiefern ist der Lernende selbst dafür verantwortlich, wie er sich entwickelt und was er da konkret tut. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die Führungskräfte dort auch einen großen Teil einnehmen. Das heißt, sowohl also die Rahmenbedingungen auf der Porsche AG-Seite als auch wirklich das physische Learning Lab, was dann durch die Personalentwicklung sozusagen betrieben wird, aber natürlich den Raum gibt für die gesamte Porsche AG, für die gesamte Porsche-Welt, um dort auch Veranstaltungen bzw. Lernevents oder Selbstlernmodule durchzuführen und zu entwickeln. Genau, und gleichzeitig ist es natürlich wie immer auch der Heimathafen unserer Porsche Learning Community. Matthias hat es vor uns gesagt, knapp 500 Community-Mitglieder haben wir jetzt schon aus sehr, sehr diversen Fachbereichen. Und es soll natürlich auch ein Stück weit durch diese Learning Community die Möglichkeit geben, diesen Raum zu bespielen, beziehungsweise auch dafür quasi einen geschützten Raum zu geben. Und wie ich eingangs gesagt habe, ist es für uns extrem wichtig gewesen, einfach in dieser gesamten Digitalisierung, in dieser digitalen Transformation, beziehungsweise wo wir jetzt wirklich alle sehr, sehr virtuell arbeiten, auch trotzdem noch einmal den Fokus drauf zu legen, dass wir einen physischen Raum zur Verfügung stellen, in dem man sich auch ein Stück weit zurückziehen kann, ob als Einzelner oder im Team, und eben für sich selbst auch nochmal lernen, reflektiert und sich das nochmal bewusst macht, einfach wirklich bewusst macht. Gut, das war es jetzt erstmal zu den Grundausführungen. Wir werden zum Learning Lab die ganze Woche sprechen. Das heißt, unsere Challenge, die später die Lea vorstellen wird, zielt auch ganz stark darauf ab, was in diesem Learning Lab stattfindet und wer auch daran beteiligt ist. Das heißt, wir haben schon gesehen, in unserem Arbeitsblatt, in dem Mural, wird schon einiges diskutiert. Wir haben dort Personas abgebildet, weil wir natürlich gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht einfach nur einen Raum nehmen, diesen mit irgendwelchen Möbeln bestücken, dann ist es nur ein weiteres Innovationslab, wenn wir das mit tollen Möbeln ausstatten, sondern wir haben natürlich gesagt, wir brauchen dahinter ein ganz konkretes Nutzungskonzept, wer soll da drin oder wer kommt da rein, wer sind die Persona, die wirklich das Lab nutzen werden, welche Lernpräferenzen haben die auch oder welche Routinen und was haben die natürlich auch für Befürchtungen und was tun die ganz konkret dann da drin. Und das ist auch etwas, was wir in den nächsten Tagen gern mit euch sehr, sehr konkret diskutieren werden. Und ich freue mich ganz besonders schon mal auf den Austausch. Ich bin mir sicher, ihr habt da super, super gute Ideen. Hier nochmal der Hinweis, es sind alles Überlegungen. Hier ist noch nichts 100%ig fix. Das heißt, ihr könnt auch gerne selber euren Fußabdruck in unserem Porsche Learning Lab hinterlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf sehr, sehr kreative Austausche mit euch. Würde ich mal zwei, drei Fragen rauspicken, die kamen. Die Hanna hat gefragt auf Telegram, ob das Learning Lab denn jetzt schon da ist. Man sieht Bilder, man sieht Fotos oder ist es noch Planungsstand? Es ist Planungsstand, genau. Also es gibt schon die Überlegungen zu einem konkreten Raum, der in die neuen Arbeitswelten eingebettet werden soll. Aber das, was ihr hier seht, ist alles nur mal ein Mockup, ein Planungsstand. Aber wir machen uns natürlich schon ganz konkret Gedanken jetzt.
Dann der Mike hat gefragt, wie ist das physische Learning Lab mit dem virtuellen Learning Lab verbunden? Also müsste man fragen, wie plant ihr, dass es verbunden sein wird? Gibt es da Brücken? Das passt ja sehr gut zum MOOCAM-Thema. Ja, genau. Also da muss es auf jeden Fall Brücken geben, unserer Meinung nach. Wir haben uns am Anfang ganz klar Gedanken darüber gemacht, okay, soll es jetzt nur ein physischer Raum sein, weil es immer nur um einen physischen Raum ging. Und wenn man so etwas natürlich in einem Konzern plant, dann geht es natürlich viel um Budget und dann ist natürlich der physische Raum erstmal immer im Mittelpunkt. Aber was wir gesagt haben, ist definitiv, es soll eine virtuelle Variante geben, beziehungsweise viele dieser Technologien, die wir dort auch nutzen, beziehungsweise ausprobieren werden wollen, sollen auch virtuell durchgeführt werden. Wir werden sicherlich, wenn dieser Zustand bleibt, beziehungsweise wenn wir das Learning Lab auch weiterhin betreiben werden über unsere Standorte hinweg, dann wird es eine virtuelle Variante geben. Wie ganz konkret die Brücke dazu aussieht, müssen wir noch eruieren. Dann hat der Thorsten gefragt, weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt oder wollt, wie viel Budget steht für das Learning Lab zur Verfügung? Das ist gerade aktuell alles in Abstimmung, deshalb, ich kann dazu auch noch gar nichts sagen oder wir können dazu gar nichts sagen im Moment. Das muss man sehen, aus welchen Töpfen man das auch finanziert, ist natürlich immer eine Frage, ist das jetzt Fachbereichsthema oder ist das jetzt AG-Thema? Also von daher, da müssen wir einfach noch schauen, kann ich momentan nicht beantworten. Und dann vielleicht als letzte Frage von Annika, könnt ihr noch mal kurz erläutern, wer Teil der internen Learning Community ist? Jawohl, Teil der internen Learning Community sind eigentlich alle an dem Thema Lernen Interessierte. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, seit wann es die gibt, da kann vielleicht Matthias einfach noch ein bisschen mehr darüber sagen, aber es sind Vertreter aus Fachbereichen, es sind Qualifizierungsbeauftragte, auch einfach interessierte Menschen, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, beziehungsweise die einfach Spaß am Thema Lernen haben. Und für die stellen wir alle Vierteljahr ein Treffen der Learning Community auf die Beine. Das macht ein Kollege von uns und lädt dann quasi zu verschiedenen Themen ein. Das heißt, dort gibt es erstmal eine Vorstellung, welche neue digitalen Module hat man eingekauft, hat man entwickelt, sind entstanden, sind verschiedene Module angenommen geworden, was sind neue Seminarangebote, die man geschaffen hat. Also im Grunde genommen das eine physisch und das andere, wir haben noch einen Teams-Kanal dazu. Das heißt, über Teams wird dann über News geteilt, gibt es einen Newsletter dazu und immer wieder Informationen beziehungsweise auch Wissenswertes. Aber das ist eigentlich im Grunde genommen offen für alle und sehr hierarchie- und bereichsübergreifende Gruppe. Sehr gut, dann können wir voranschreiten. Jawohl, dann übergebe ich jetzt mal an die Lea. Genau, nochmal zu mir, Sarah-Lea Kössler mein Name. Ich bin Teilnehmerin im aktuellen Jahrgang des Porsche Trainee-Programms und habe meinen derzeitigen Einsatz in der Personalentwicklung und darf deswegen auch am MOOCAMP mitgestalten. Was machen wir konkret diese Woche? Ihr habt jetzt schon einige Eindrücke bekommen. Generell mal vielleicht so als Hinweis. Also wir haben das natürlich von der Struktur her durch diese jeweiligen Tage etwas vorstrukturiert. Aber in den jeweiligen Arbeitsunterlagen oder an den jeweiligen Tagen könnt ihr natürlich gern heute oder wann immer ihr das machen wollt, arbeiten. Jetzt haben wir jeden Tag unter ein bestimmtes Thema gestellt. Heute eine kleine Einführung zu uns, zu Porsche und auch zur Challenge. Ihr habt schon einen aktuellen Stand zu lernen mit Porsche jetzt bekommen durch Nadine, Katrin und Matthias. Und jetzt, nachdem ich euch die Woche vorgestellt habe, wollen wir uns mal genauer mit der Co-Creation Challenge auseinandersetzen, die wir ja über das Mural laufen lassen wollen. Da sind schon einige dabei. So viel zu unserer Live-Session heute. Es gibt heute auch schon einen Blog-Eintrag. Also ihr könnt gerne schon auf den heutigen Blog-Eintrag auch zugreifen. Da werdet ihr noch mehr Infos zu Personas geben, was auch Nadine schon angesprochen hatte. Das auch als Grundlage für die Arbeit im Mural. So viel zu heute. Morgen wollen wir noch ein bisschen tiefer ins Porsche Learning Lab einsteigen. Wir wollen euch noch ein paar Informationen geben, auch wie der Raum aussieht und noch weitere Gedanken. Und morgen wollen wir das unter das Motto inhaltliche Angebote und Formate für das Learning Lab, aber auch was sind Raum- und Technikanforderungen für das Learning Lab stellen. Und auch hier werdet ihr wieder im Mural arbeiten. Diesen Link zum Mural findet ihr immer in unseren aktuellen Blogbeiträgen und wir zeigen das Mural, wie gesagt, auch gleich nochmal detaillierter. Am Mittwoch ist unser Thema, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Learning Lab? Was ist eigentlich unser Ziel? Auf was zielen wir ab? Da wird es uns zu unseren Gedanken zur Lernkultur Input geben.
Was ist Lernen auch? Was sind Anforderungen ans Lernen heutzutage? Und natürlich auch die zwei Buzzwords, die auch jetzt mittlerweile immer häufiger mit Lernkultur im Zusammenhang stehen, nämlich Growth Mindsets und Learnability. Und auch dazu wollen wir mit euch in Austausch treten, sowohl im Blogbeitrag als auch mit einem kleinen Fotocontest. Geht da gerne auch schon mal auf deinen Beitrag vom Mittwoch. Am Donnerstag freuen wir uns besonders, weil wir diese MOOC-Woche nicht nur in der Personalentwicklung sozusagen gestaltet haben, sondern auch andere Fachbereiche aus dem Unternehmen haben Input für euch geliefert. Das ist super spannend. Wir haben zwei Fachbereiche aus dem Vertrieb. Da wird ein sehr innovative Lernraum vorgestellt vom After Sales. Wir haben ganz tollen Blended Learning, ganz tolles Blended Learning Format in Vertrieb, das heißt für die Führungskräfte im Vertrieb, im Handel, was vorgestellt wird. Und wir haben auch Input zum Thema Virtual Reality in der Produktionsqualifizierung. Und es sind wirklich super spannende Einblicke nochmal aus dem Unternehmen. Und die Kollegen haben sich auch tolle Leitfragen überlegt, die ihr auch gerne direkt da im Blogbeitrag diskutieren könnt. Am Donnerstag wollen wir dann auch mit dieser Challenge eigentlich um 12 Uhr fertig sein. Diese Challenge, die übers Mural läuft, und wollen dann von 12 bis 14 Uhr praktisch das Mural nutzen, um eine Live-Voting-Session durchzuführen. Da wollen wir einfach gerne mit euch über die Post-its schauen und in diesen 2 Stunden einfach nochmal Sticker von euch sammeln oder Likes, welche Ideen ihr sehr wertvoll findet oder welche für euch die besten Ideen sind. Wir wollen das nutzen, weil wir am Freitag in der Live-Session nicht nur nochmal die Ergebnisse zeigen wollen der Woche, sondern auch ein Live-Voting durchführen wollen. Das heißt, wir sammeln durch eure Vorauswahl und durch uns nochmal die besten Ergebnisse und wollen dann mit Mentimeter mit euch am Freitag hier sozusagen nochmal die besten raussuchen. Und was wir natürlich in diesem Zusammenhang auch spannend fänden würden, wenn wir mit euch nochmal überlegen, was könnte denn das Motto von so einem Learning Lab sein? Das wollen wir gerne live mit euch in der Session praktisch diskutieren. Was wichtig ist, die ganzen Ergebnisse aus der Live-Session am Freitag, die stellen wir auch nochmal im Nachhinein um 15 Uhr als Blogbeitrag euch zur Verfügung. Nochmal kurz zur Co-Creation Challenge. Ich finde das natürlich eine super tolle Möglichkeit, jetzt mit diesem MOOC-Camp mit euch in so einer großen Community mit internen und auch vor allem euch externen Experten in den Austausch zu treten. Wir wollen unser Konzept, wie auch Nadine schon gesagt hat, irgendwie auf den Prüfstand stellen. Und nachdem wir euch jetzt diesen initialen Impuls praktisch auch gegeben haben, ihr habt jetzt schon einiges über Lernkultur und Learning Lab gehört, wollen wir 3 Themen praktisch beleuchten. Einmal, wie ich gesagt habe, solltet ihr euch mal wenn ihr euch die Persona-Sets anschaut, dann wollen wir gerne über die reflektieren. Was sind da vielleicht noch Bedürfnisse? Wir wollen gerne eure Ideen sammeln. Was haltet ihr sinnvoll für mögliche Angebote oder Formate? Wir wollen auch gerne nochmal gucken, was sind eure Ideen zur räumlichen und technischen Gestaltung? Und all das läuft, diese ganze Challenge läuft über das Mural. Und ich würde es gerne bitten, die Miriam, die ist schon auf dem Mural unterwegs und wir freuen uns, dass ihr da schon so teilgenommen hat, dass sie euch nochmal ganz kurz zeigt, wie diese Arbeitsunterlage strukturiert ist. Für die Mural noch nie gehört haben, das ist so ein virtuelles Whiteboard-System, auf dem man gemeinsam mit Post-its arbeiten kann, so ähnlich wie mit einem Whiteboard in einem Workshop-Raum. Genau. Und ich würde euch das kurz zeigen. Ich bin die Miriam Ruckamp. Ich bin jetzt seit März Praktikantin im Team Lerndesign und Wissensoffensiven bei Porsche und hatte auch das große Glück, jetzt an diesem Projekt mit zu unterstützen. So viel zu mir. Genau, was ihr jetzt hier seht, das ist eben die Arbeitsunterlage Mural. Ihr seht, dass schon einige hier fleißig arbeiten sind. Das freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Genau, einmal so sieht das aus. Hier, das ist die Arbeitsunterlage. Ihr könnt einfach, wenn ihr die mit der Maus reinscrollt, reinzoomen oder auch rauszoomen. Wer keinen Scrollkopf hat auf der Maus, kann auch hier unten rechts einfach auf das kleine Plus klicken oder auf das Minus, um eben rein und raus zu zoomen. Ihr könnt mit der Maus die ganze Arbeitsunterlage ganz einfach verschieben. Nicht wundern, manchmal, je nachdem, wie die Internetverbindung ist, dauert das Ganze ein bisschen. Genau, wir haben hier in der Mitte nochmal unsere Personas abgebildet. Das sind jetzt mal 4 beispielhafte, die wir uns rausgesucht haben, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wir freuen uns aber, wenn ihr auch zu den 4 Personas, die wir haben, noch Ergänzungen habt, wenn ihr denkt, irgendwelche Personengruppen fehlen oder sowas, gerne noch hinzufügen. Einige haben das schon gemacht.
Genau, wir haben hier oben für euch das Dialogfeld 1, das bezieht sich auf den Blogeintrag von heute, auf der rechten Seite Dialogfeld 2 und auf der linken Seite Dialogfeld 3, die beziehen sich dann auf den Blogeintrag von Dienstag. Wir haben euch hier links aber auch nochmal die einzelnen Fragestellungen aufgeschrieben, damit ihr nicht immer zu den Blogbeiträgen hin und her switchen müsst. Genau. Für diejenigen, die noch nie mit Mural gearbeitet haben, wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ einfach. Man kann hier links über die Seite ein Sticky Note einfügen. Da könnt ihr euch eine Farbe aussuchen, Form, wie auch immer. Ihr könnt aber auch einfach durch einen Doppelklick ein neues Mural aufmachen. Das erscheint dann. Ich zoome mal kurz rein. Genau. Da könnt ihr dann hier einen Text einfügen. Ihr könnt auch das ganz einfach größer und kleiner ziehen und es ein bisschen an die an euren Text anpassen, dann bleibt das Ganze schön übersichtlich. Ihr könnt, wenn ihr auf einzelne Post-its direkt auch Bezug nehmen wollt, auch reingehen und über einen rechten Mausklick einen Kommentar hinzufügen. Wichtig hier, dadurch, dass wir die Arbeitsunterlage anonym geteilt haben, wird keine Notification an den Ersteller des Post-its geschickt. Ihr habt aber dadurch einfach die Möglichkeit, auch einfach nochmal Bezug zu nehmen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier hat schon jemand einen Kommentar hinterlassen und dann kann man den eben hier mit einfügen. Genau. Also es ist recht intuitiv aufgebaut. Ich denke, wenn man sich ein, zwei Mal ein bisschen durchgeklickt hat, dann kommt man ganz gut zurecht. Genau. Wir würden jetzt... Vielleicht noch als Hinweis im gleichen Menü, wenn ihr euch in den Kommentaren auf colearn.de auf dem Post-it beziehen wollt, auch rechte Maustaste auf dem Post-it, bekommt ihr einen Link zu einem Post-it. Wenn ihr den irgendwo in einem Kommentar verwendet, öffnet sich das Mural aber direkt auf dem Post-it, auf das ihr euch bezogen habt. Damit erspart ihr dann den Leuten lange Sucherei. Genau, danke Simon. Wir würden jetzt die Zeit gerne noch nutzen für offen gebliebene Fragen von eurer Seite. Und für die Moderation würde ich da nochmal an den Simon übergeben. Ich glaube, der hat die Fragen gerade ganz gut im Überblick. Danke. Genau. Also es kam jetzt, inhaltlich kam nicht mehr so viel. Wir können auch gern, falls jemand Lust hat, einfach sein Mikrofon öffnen, wenn es noch Fragen gibt. Der Stefan hatte auf Telegram noch gefragt, wie sind die Personas entstanden? Also wie war da der Prozess, die zu erarbeiten? Ja, hier ist nochmal Nadine, da kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Wir haben uns verschiedene Persona angeguckt, die schon mal im Unternehmen definiert wurden. Das heißt, schon bei Initiativen wie damals Fit für Digital hat man mit Persona gearbeitet und wir haben einfach verschiedene uns rausgegriffen und haben gesagt, okay, wie genau müsste denn eine Definition von einer Persona aussehen, beziehungsweise welche Kriterien müssen wir uns anschauen, um ihre Lernpräferenzen beziehungsweise ihre Bedürfnisse zum Lernen auch untersuchen zu können, beziehungsweise einschätzen zu können. Wir haben dann solche Sachen wie drauf gehabt, noch welche verschiedenen Medien nutzt diese Person gern, also arbeitet sie lieber am Tablet oder am Handy oder am PC, haben aber dann irgendwann gefunden, okay, eigentlich, es bringt keinen wirklichen Mehrwert, also das haben wir auch sehr, sehr iterativ gestaltet. Einige Sachen, die noch drin sind, die jetzt hier so auf dem Persona-Template aber nicht mitzufinden sind, ist beispielsweise über welche Lernmedien bzw. Lernmedien in digitaler Form oder aber auch in physischer Form sich diese Person am liebsten weiterbildet. Also was sind gerade so Lernpräferenzen? Ja, okay. Dann hatte die Hanna und die Julia gefragt, wie ist das bei euch mit Porsche? Dürft ihr so Angebote wie Mural nutzen wegen Cloud-Lösung und Datenschutz? Da hat der Matthias schon drauf geantwortet. Ich weiß nicht, Matthias, ob du noch was dazu sagen willst. Ja. Ich kann da noch kurz was sagen, ich habe schon geschrieben, aber es ist natürlich, also erstens ist in Zeiten von Corona, sag ich mal, der Druck auf die Kollegen in der IT extrem groß, noch immer zu reagieren auf mögliche neue Lösungen. Prinzipiell haben wir alle Rahmenbedingungen, die wir brauchen, bei uns intern mit Teams, arbeiten dort sehr viel mit. Mural nutzen wir nicht. Wir haben es jetzt für den Zweck, dass alle hier relativ leicht draufkommen, als anonyme Nutzung mal mit Simon verprobt. Und ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man neue Tools einführen will, haben wir hier entsprechend immer den Prozess von Sicherheitsassessments, Auftragsdatenverarbeitung und Co. Das koordiniert die IT zentral für ein Set an Tools. Ne? Kann vielleicht auch ergänzen, im Office 365 gibt es ja das Microsoft Whiteboard. Das hat halt im Moment noch den Nachteil, dass ich es nicht nach anonym teilen kann. Das heißt, das, was wir jetzt im Moment machen, dass einfach Leute ohne Login drauf arbeiten können, wäre da noch nicht möglich gewesen.
Genau, der Olaf hat eine Frage noch reingeschrieben, die verstehe ich noch nicht ganz. Wieso soll es ein zentraler Ort sein und könnte es nicht besser, in Klammern, viele dezentrale Orte geben? Wisst ihr noch, worauf sich das beziehen könnte? Ich glaube, das bezog sich auf meine Aussage des einen zentralen Orts für das Learning Lab, für diesen physischen Raum. Ah. Ich bin aber absolut der Meinung, beziehungsweise wir haben das auch schon in unsere Überlegungen mit einbezogen, haben schon gesagt, dass es eigentlich in der Grunddefinition müsste es nicht nur ein einziger physischer Raum sein, sondern es müsste natürlich auch Satelliten, beziehungsweise so eine Art auch Mobile Learning Labs geben, die man dann spontan auch in den verschiedenen, beispielsweise auch in der Produktion oder Entwicklung aufbauen könnte. Und an solche Satelliten haben wir auch schon gedacht, aber die sind in der Ausgestaltung noch nicht sehr weit gekommen. Das heißt, wenn ihr hier noch guten Input habt, beziehungsweise schon kreative Ideen, gerne immer raus damit, gerne einfach auf das Mural als Post-it, würden wir uns sehr freuen. Die Aktivität, dass so weitergeht, ist das heute Abend eh schon voll. Sehr gut. Gut, dann Olaf schreibt noch genau, so war es gemeint. Da ist die Frage oder Hinweis, Mural, ich sehe alles, machen kann ich nichts, Überlastung, Fragezeichen, das kann sein, jetzt sind so viele Leute drauf, das wird sich jetzt im Laufe der Woche entzerren, also ich glaube, wenn jetzt 100, 150 Leute gleichzeitig drauf sind, kann schon sein, dass das ein bisschen hakt, ähnlich wie Google Doc, aber jetzt verteilt sich das ja in der Zeit. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr noch den Leuten mitgeben wollt, hätte ich 2, 3 kleine Punkte noch. Also ich wollte erstmal ein ganz großes Dankeschön loswerden. Das ist total faszinierend, was für viele gute Fragen und Anmerkungen in den Chat. Ich habe nur Teams gerade offen reingekommen sind. Wir haben jetzt nicht alles beantwortet. Wir gucken mal, dass wir sicherstellen, dass mit Schließen dieses Chats, Simon, nicht alle Beiträge verloren gehen, sondern dass wir uns die nochmal in Ruhe anschauen. Da steckte schon viel Wertvolles drin. Und auch im Mural sehen wir viel Aktion. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Denn das ist wirklich nochmal abschließend halt auch zu sagen, unser zentrales Anliegen. Wir haben viele Ideen, daran mangelt es vielleicht nicht. Aber es geht ja vor allen Dingen auch um Erfahrungswerte und um neue Perspektiven. Und die jetzt von euch in der Woche zu bekommen, darauf sind wir sehr gespannt. Vor allen Dingen war das jetzt heute ein Ritt durch alles. Die Idee ist ja, dass nicht heute alles passieren muss. Also guckt euch wirklich im Laufe der Woche an, was ihr euch dann vorlest, durchzulesen, zu kommentieren im Blog. Wir werden gucken, dass wir so aufmerksam wie möglich sind und dann immer dabei sind, um zu reagieren, zu kommentieren und uns damit einzubringen. Sehr schön. Ich lese auch schon, vielen Dank für die schöne Vorbereitung. Ich denke, das Team von Porsche hat sicher auch einen virtuellen Applaus im Chat verdient. Bevor ich jetzt die letzten 2 Minuten noch ein paar Sachen zum weiteren Ablauf sage. Es kam im Chat ja noch die Frage, wo findet man den Blog? Die haben am Anfang schon gezeigt, auf der Startseite hier oben rechts in diesem Widget alles verlinkt. Da findet man immer auch die Startseite. Hier gibt es dann eine Übersicht mit allen Tagen und dort sind die Blogs der Tage verlinkt. Die sind aber jetzt alle auch schon sichtbar. Also wenn ihr am Dienstag sehr viel Zeit habt, am Mittwoch nicht so viel, könnt ihr euch natürlich gerne auch schon die Inhalte angucken, die an den Tagen darauf kommen. In den Seiten ist dann auch zum Beispiel das Mural verlinkt. Ne? Matthias, du hattest gerade den direkten Link im Chat gepostet. Wenn ihr den Chat nicht mehr im Zugriff habt, ihr findet die Mural-Links immer auch da. 2 kleine Hinweise noch. Zum einen mal haben wir ja die Möglichkeit geschaffen, Lerngruppen zu etablieren. Da war auch letzte Woche auf dem Lerngruppenmarkt ziemlich viel los. Also man sieht hier unten, wir haben es mal getrennt in Lerngruppen, die sich gefunden haben und laufen, die sind hier gelistet. Und hier oben gibt es aber auch noch einen Marktplatz mit Suche Biete. Also da kann es sein, dass es noch Lerngruppen gibt, die sich um einzelne Themen kümmern oder einfach zusammen die Woche reflektieren. Da biete ich euch einfach an, mal reinzugucken, wenn ihr noch Leute sucht, mit denen ihr zusammen lernen wollt, euch da entweder eine Lerngruppe anzuschließen oder auch noch eine neue zu gründen. Und als letzter Punkt für heute dann noch, wir haben ja dieses Format jetzt diesmal MOOCamp genannt, weil wir eine Kombination haben aus MOOC, also Massive Open Online Kurs, und Barcamp. Das heißt, am Freitag nach der Live-Session, die ja immer 13 bis 14 Uhr ist, gibt es die Möglichkeit, selbstorganisierte Sessions auch noch zu machen. Das funktioniert einfach so, für die im CL2.0 Digital zum Beispiel dabei waren. Ihr tragt einfach die Session, die ihr machen wollt, in den Sessionplan ein. Wir haben das hier getrennt in Sessions, die anstehen noch, also jetzt Freitag, 8.5. von 14 bis 14.45. Dort könnt ihr euch einfach in die Liste eintragen. Schreibt da mit dazu, worum es in der Session geht. Vielleicht einen knackigen Titel, eine Kurzbeschreibung und Kontaktdaten und über welches Tool die Session gemacht wird. Und im Internet gibt es immer genug Platz. Also das können auch gern beliebig viele Sessions sein.
tragt euch da gern ein. Wir sortieren dann quasi immer hier unten in die abgeschlossenen Sessions die weg. Also die vom letzten Donnerstag, Freitag war ja Feiertag. Letzte Woche findet ihr hier unten, falls da Dokumentation verlinkt ist oder so. Da geht nichts verloren auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank an das Team von Porsche für den fulminanten Auftakt. Ich freue mich auf eine spannende Woche. Viele Beiträge, viele Leute, die an der Challenge teilnehmen. Ich freue mich auch auf die Fotos insbesondere, die dann in Telegram-Gruppe hoffentlich landen. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne und lernreiche Woche und bis spätestens am Freitag dann wieder. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao, danke. Danke, ciao. Tschüss. Ciao.